Ach, die Rentner, die nichts zu tun haben. Zum Glück gibt es ja keinen Fahrradweg für Fahrradfahrer, ne? Oh nein, ich verliere den Maybach! Was soll das? Walla, da steht Zeppelin. Digga. Guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es blendend, dem Wetter nach zu urteilen. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich fahre hier. Ja, warum sind hier so viele Fahrradfahrer unterwegs, Digga? Achso, warte, wie früh ist es denn? Ah, Schule ist aus. Deswegen sind hier überall Leute. Alles klar, das erklärt viel. Komm, komm, gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Ja, YouTube, was geht ansonsten so? Was macht ihr bei diesem wunderschönen Wetter? Fahrt ihr auch Motorrad oder Roller oder irgendwas? Ansonsten die Handvoll Leute, die meine Videos regelmäßig schauen. Vielleicht ist jemandem schon aufgefallen, am Schlüssel passt irgendwas nicht. Da fehlt das rote Bommelding. Das hat den Grund, ich finde meinen Schlüssel nicht mehr. Ich weiß, das hört sich dumm an. Ich habe so 10 Minuten am Schlüssel gesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Jetzt muss ich den Zweitschlüssel verwenden. Ne? Ein Glück habe ich den wenigstens. Dann dachte ich mir, vielleicht habe ich den auch einfach unten im Motorrad stecken lassen. Wäre nicht das erste Mal, dass der Schlüssel stecken geblieben ist und ich ihn gesucht habe. Aber nee, ich denke mal, dass irgendeiner aus Versehen seinen Schlüsselbund genommen hat. Da hing mein Motorradschlüssel irgendwie noch dran, hat sich verheddert und hat er den halt mitgenommen. Ist ja nicht schlimm. Sowas habe ich ja den Zweitschlüssel da, ne? Problem ist, wenn das nicht der Fall ist und ich den Schlüssel einfach verloren habe. Aber das viel, viel, viel größere Problem daran, dass ich jetzt den Zweitschlüssel benutzen muss, das ist komplett logisch. Denk doch mal nach. Was hängt an diesem roten Ribbon? Oder was steht da drauf, viel besser gesagt? Richtig. Remove before flight. Das Ding ist vom Flugzeug. Und wie wir alle wissen, ein Flugzeug kann nicht abheben, wenn das Ding noch dran hängt, dieses Label. Ich glaube, das stimmt sogar. Blockiert das nicht irgendwie was, dass es wirklich nicht starten kann, Flugzeug? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dadurch, dass das hier jetzt nicht mehr dran hängt, besteht die realistische Gefahr, dass ich abhebe. Das ist nicht gut. Gar keinen Bock zu fliegen. Boah, was soll das? Ich habe hier vor ein paar Tagen dieses Road Rage Video hochgeladen, was nicht wirklich Road Rage war, aber Clickbait und Algorithmus gönne ich mir halt schon ab und zu. Und ich finde es halt echt so traurig, Digga, was es einfach ausmacht, wenn man in den Titel ein bisschen was reinschreibt, was gerade halt mega in ist. In diesem Fall halt German Road Rage. Und da dachte ich mir dann halt so, rein theoretisch könnte ich jedes Video so hochladen, ne? Und ich könnte auch wirklich Road Rage provozieren, das wäre gar kein Problem. Das ist das geringste Problem, jemanden auf dem Motorrad so zu provozieren, dass er dich anschreit. Die Sache ist, dass ich halt nicht unbedingt einen Unfall bauen will, falls was schief läuft. Und dass das halt irgendwie so voll unnatürliche Klicks sind, kommt mir so vor. Weil wenn man sich da jetzt die Watchtime und so anschaut, das ist ja eine Katastrophe mittleren Ausmaßes. Also es ist echt nicht gut. Von daher bleiben wir bei solchen Videos, wo nicht viel passiert, wo ein bisschen geredet wird, wo es nicht kontroverse Keywords oder sowas gibt. Heißt es Keywords, Schlagwörter, was weiß ich, Digga. Wir bleiben einfach bei den langweiligen Titeln und den langweiligen Videos und dem sinnlos durch die Stadt fahren. Einfach ein bisschen Geld ausgeben für Benzin. Ach, die Rentner, die nichts zu tun haben. So, was war jetzt so schlimm daran, dass er da steht? Natürlich, es nervt, ja. Aber er nervt nicht so sehr, dass du hupen musst, weil du kommst noch an ihm vorbei. Vor allem, er war ganz allein da. Es war ja nicht mal so, dass er sich streiten musste um diesen einen Platz, weißt? Hauptsache hupen. Hauptsache zeigen, hey, das ist nicht richtig. Zum Glück gibt es ja keinen Fahrradweg für Fahrradfahrer, ne? Ah, die Ampel wurde gerichtet. Das ist schön. Jetzt bringt sie auch was. Da vorne ist einfach ein alter Maybach. Dem will ich hinterher. Aber hey, wir waren gerade bei der Ampel. Sie wurde gerichtet. Sie bringt endlich auch was. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ach komm, bisschen weiter vor MVG. Oh nein, ich verliere den Maybach. Oh nein, das darf nicht sein. Er ist vor dem Transporter. Ja, da ist er, ich sehe ihn. Diese Lichter erkennt man halt gefühlt aus 50 Kilometer Entfernung, Digga. Aber da stand irgendwas auf dem drauf, irgendwie Zeppelin oder so. Da ist er, da ist er, da ist er. Was soll das? Da ist er, der Maybach. Als Maybach noch ein Maybach war und nicht Mercedes-Ausstattung. Die guten alten Zeiten waren das. Als V12 noch V12 sein mussten und nicht Turbo-Vierzylinder waren. Sind, was wir waren. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Bubble. Was habe ich gesagt? Da steht Zeppelin. Walla, da steht Zeppelin. Seht ihr das? Zeppelin. Das sieht geil aus. Junge, der Typ, der den fährt, ist halt echt gefühlt 50, Mann.
Session, ja, ja. Ja, da sehe ich mich drinne, Digga. Was kosten die denn? Ich glaube nicht mehr so viel, 60.000 sowas. Ich sag das so, weißt du, als ob, ja komm, lass 60.000 Euro gebrauchtes Auto kaufen. Aber jetzt bezogen auf früher waren die ja eine Viertelmillion. Also, preisstabil ist was anderes. Aber das war der kurze, der kam mir nicht so extrem lang vor. Da gibt es ja den kurzen und den langen. Ich glaube, es war der kurze. Die Frage ist halt echt nur, warum hinten rechts Zeppelin drauf stand, Digga. Ich werd's nicht verstehen. Da der Touareg. Als ich dich sah, dachte ich mir, Mashallah. Wunderhübsch. Verliebt. Direkt verliebt, Digga. Ich habe übrigens heute noch mal ein bisschen in YouTube nachgeschaut. In 2 Wochen läuft mein Strike ab. Dann darf ich den Namen von dieser einen Person wieder erwähnen, um mir wieder einen Strike zu gönnen. Ja, das ist ein Botschafterfahrzeug gewesen. Ich glaube, es war sogar ein wichtiges Botschafterkennzeichen, weil da hatte ja eine 1 am Ende stehen. Ja, komm, überhol. Digga, maximal lost. Muss man für Insta Bild machen? Da, Botschafter. Ja, die 1 ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, die 1 ist der Botschafter selber. Oh, da vorne ist ein Quad. Ich habe einen Kollegen, vielleicht kennen ihn ein paar Leute aus den Videos, Johnny. Der will sich auch einen Quad gönnen. Aber dann haben wir ausgerechnet, es lohnt sich einfach gar nicht, Digga. Also für das Geld kannst du auch den Schein machen und dir dann ein fettes Bike holen. Aber ein Quad ist halt schon, Digga, es ist halt schon fresh. Kann man nicht sagen. Ein Huracan. Oder ist es ein Aventador? Ne, ein Huracan, der neue. Aber Hauptsache Handy am Steuer, ne? Das habe ich gesehen, Mr. Lamborghini-Fahrer. Wir haben eine Freisprechanlage in diesem Auto. Die hätten sie auch benutzen können. Komm, 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 komm. Digga. Was ist denn so schwer, einfach zu warten, Mann. Bevor jetzt irgendein Moralapostel kommt und sagt, ja, aber du filterst auch immer durch und ganz eng an den Autos vorbei. Ja, das mache ich, wenn alles steht. Und vor allem mache ich das nicht, wenn ich sehe, dass jemand anfährt in der Kurve rein. Und als Zweiradfahrer, auch wenn es nur ein Fahrrad ist, sollte man vielleicht wissen, dass ich ein Motorrad lehnen muss, um zu lenken. Und auch wenn es ein Auto gewesen wäre und der rechts neben mir gefahren werde, Digga, du siehst doch, dass da nichts mehr kommt und ich bereit bin, loszufahren, Mann. Dann bleib doch stehen hinter mir, Mann. Aber bringt eh nichts, mit solchen Leuten zu reden. Naja, YouTube, hau mal rein, würde ich sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Dieses Video wurde doch ein bisschen aufregender, als ich erwartet habe. Also das letzte Video, da war ja gar nichts los. Jetzt ist zumindest ein bisschen was passiert. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Und wenn nicht, dann könnt ihr ein Dislike da lassen, weil ein Dislike hilft mir genauso sehr wie ein Like für den Algorithmus. Ansonsten genießt das schöne Wetter, was in München jetzt noch sein wird. Ich hoffe auch im Rest von Deutschland. Aber eigentlich schon, weil wenn wir es verdient haben, schönes Wetter zu haben, dann sollte ja ganz Deutschland schon 40 Grad haben. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.